Willkommen zurück zur Vorlesung Geophysikalische Signalverarbeitung. Beim letzten Mal hatten wir uns mit der Filterung von Zeitreihen beschäftigt. Und das will ich heute noch ein bisschen fortsetzen und dann so ein bisschen auf das Thema Dekonvolution überschwenken. Ich beginne mit Kapitel 7.1.3, der Unschärferelation der Filtertheorie. Ich weiß nicht genau, bis zu welchem Semester ihr als Geophysiker die Experimentalphysik-Vorlesung hören müsst, beziehungsweise dann in der theoretischen Physik vielleicht die Quantenmechanik-Vorlesung. Also die Unschärferelation kommt euch vielleicht irgendwie bekannt vor, die gibt es nämlich auch in der Physik. Das ist die sogenannte Heisenbergsche Unschärfenrelation aus der Quantenmechanik. Falls ihr nicht wisst, was das ist oder das schon etwas länger her ist, kann man immer gerne im Internet mal Frau Professor Ecosia befragen. Also einfach Heisenberg Unschärferelation eintippen oder einfach mal Unschärfe, wenn ich zu faul bin. Und dann gibt es ja bestimmt irgendeinen Wikipedia-Eintrag. Und dann findet man hier auch gleich die klassische Formulierung der Heisenbergschen Unschärferelation. Die macht einfach eine Aussage darüber, wie genau man die Position und den Impuls eines Teilchens beschreiben kann. Und das Ergebnis ist dann diese Beziehung hier. Das heißt, die Genauigkeit, mit der ich den Ort eines Teilchens, Delta x, beschreiben kann, multipliziert mit der Genauigkeit, mit der ich den Impuls dieses Teilchens messen kann. Dieses Produkt, das entspricht ungefähr einer Konstante, nämlich dem Planck'schen Wirkungsquantum. Ja, das heißt, wenn man diese Gleichung mal so ein bisschen umstellt, also zum Beispiel nach Delta x auflöst, dann muss man hier durch h durch Delta p teilen, dann bedeutet das, wenn ich den Impuls des Teilchens sehr, sehr, sehr genau messe, sprich dieses Delta P hier wird extrem klein und ich dann hier H durch Delta P schreibe, dann wird das Delta X natürlich extrem groß. Ja? Und genauso umgekehrt, wenn ich den Impuls sehr ungenau messe, kann ich das Delta X sehr scharf definieren. Das heißt, das ist die unscharfe Relation in der Quantenmechanik. Ich kann nicht sowohl den Impuls als auch den Ort eines Teilchens unendlich genau messen, sondern das wird beschränkt durch diese Beziehung hier. Und genau sowas findet man auch in der Filtertheorie. Und deswegen heißt das Ganze dann entsprechend auch unscharfe Relation der Filtertheorie. Da geht es dann nicht darum, den Ort oder den Impuls eines Teilchens genau zu bestimmen, sondern es gibt da eine ähnliche Relation in Bezug auf den Frequenz- und den Zeitbereich. Das heißt, auch die Auflösung im Frequenz- und Zeitbereich kann ich nicht beliebig genau in beiden Bereichen gleichzeitig erreichen. Das heißt, auch da gibt es so eine ähnliche Beziehung wie die Heisenbergsche Unschärferelation. Und die hat Thomas Mayer hier mal versucht herzuleiten. Und zwar, was er gemacht hat, ist, er hat erstmal versucht, einen ganz simplen Bandpassfilter f von Omega zu definieren. Das sieht man hier in dieser Abbildung 7.8. Das heißt, er hat erstmal hier so eine Funktion f2 von Omega genommen, hier mal das Amplitudenspektrum geplottet. Und man sieht, das ist ein simpler Tiefpassfilter, nicht? Also zwischen der Frequenz minus Omega 2 und 0, beziehungsweise dann entsprechend auch für die positiven Frequenzen zwischen 0 und Omega 2. Das heißt, das ist eindeutig ein Tiefpassfilter. Und zwar in einer Form, wie wir in der letzten Vorlesung schon gelernt hatten, wie man ihn eigentlich nicht anwenden sollte. Also nicht einfach so einen Kastenfilter, so eine Boxcar-Funktion verwenden, weil die führt halt im Zeitbereich, wenn man den Filter dann angewendet hat auf die Zeitreihe, zu solchen abartigen Side-Lobes, die man nach Möglichkeit nicht haben will in seinem Signal. Gut, aber das ist jetzt ein Tiefpassfilter. Wie bastelt man daraus jetzt einen Bandpassfilter? Ganz einfach, man nimmt einen zweiten Tiefpassfilter. Sieht man hier, der filtert irgendwie so ein bisschen niedrigere Frequenzen raus, also zwischen minus Omega 1 und plus Omega 1. Und dann subtrahiert man einfach F2 minus F1 und bekommt dann einen Bandpassfilter heraus. Sieht man hier, nicht? Also wenn ich von dem
Filter hier oben, diesen Filter abziehe, bekomme ich diesen Bandpassfilter, der also einmal hier bei positiven Frequenzen zwischen Omega 1 und Omega 2 filtert, beziehungsweise bei negativen Frequenzen zwischen minus Omega 1 und minus Omega 2. Ja, warum macht Thomas Meyer das? Ganz einfach, weil wir jetzt die Breite dieses Filters im Frequenzbereich angeben können. Ja, die ist also wohl definiert. Das kann hier zum Beispiel einfach sein Omega 2 minus Omega 1, beziehungsweise der Betrag von Omega 2 minus Omega 1. So, das hat er dann hier alles mal aufgeschrieben. Nicht? Das heißt, im Frequenzbereich sieht dieser neue Filter dann so aus, F2 minus F1, also Boxcar-Filter von Omega 2 minus Boxcar-Filter von Omega 1. Das können wir zurücktransformieren von dem Frequenz- in den Zeitbereich. Wir wissen auch schon aus der letzten Vorlesung, was da rauskommt. Da kommt nämlich diese abartige Sinkfunktion raus, also Sinus von dem Argument durch das Argument selber, multipliziert mit so einem konstanten Faktor, der einmal hier von der Grenzfrequenz und Pi abhängt. Das heißt, wir können diesen einen Boxcar-Filter und diesen Boxcar-Filter unabhängig voneinander invers Fourier transformieren und bekommen dann diesen Ausdruck hier für die Form des Filters im Zeitbereich. Kann man noch so ein bisschen vereinfachen, noch so ein paar neue Konstanten hier einfügen. Und dann kann man mit Hilfe der Additionstheoreme, also für Sinus- und Cosinusfunktion, diese Differenz hier so ein bisschen umschreiben. Könnt ihr also gerne selber mal machen. Und zwar in so einen Term, der wieder aussieht wie eine Sinkfunktion. Also hier steht wieder die Sinkfunktion Sinus von dem Krempel durch den Krempel mal Cosinus von Omega Strich mal T. Muss man nochmal gucken, was hier Omega Strich ist, aber das ist halt irgendeine Frequenz, Kreisfrequenz ganz genau. Das heißt, das hier kommt am Ende raus und man sieht, das ist im Wesentlichen eine Kombination aus so einer Cosinusfunktion multipliziert mit einer Amplitude, die aber mit dieser Sinkfunktion hier moduliert wird. Ja, das hat Thomas Meyer hier nochmal dargestellt in Abbildung 7.9. Das heißt, das Rote hier ist diese Funktion hier oben, also diese Sinkfunktion mit der Cosinusfunktion 7.32. Und die Amplitudenmodulation, also die Sinkfunktion selber, ist die schwarze Funktion hier oben. Ja, und jetzt kann man die Breite dieser Amplitudenmodulation angeben im Zeitbereich. Hier hat Thomas Meyer das jetzt so gemacht, dass er einfach die Breite über die Länge einer Periode definiert hat. Also man sieht hier von minus Pi bis plus Pi. Das ist also 2 Pi. Das heißt, man nimmt einfach hier das Argument von der Sinkfunktion, ganz genau hier diesen Delta Omega halbe Term und schaut einfach, wie groß ist der nach einer Periode, also nach einer dominanten Periode. Ja, und das heißt, das Argument hier, beziehungsweise, ja genau, das Argument Delta Omega mal T halbe, muss man einfach setzen auf das Groß T, das wäre dann also eine Periode. Und dann wäre das Argument hier von dem Sinus einfach gleich 2 Pi. Das heißt, das entspricht dann der Breite des Filters im Zeitbereich, also genau dieser Länge hier, nicht? Also von minus Pi bis plus Pi. So, und das Coole ist jetzt, wir haben hier einmal die Breite im Kreisfrequenzbereich. Kann man dann noch umstellen hier in den Frequenzbereich. Nicht Omega ist ja 2 Pi mal der Frequenz. Bekommt man hier den Fehler direkt im Frequenzbereich. Mal Delta T halbe. Und was dann rauskommt, ist etwas, was genauso aussieht wie die Heisenbergsche Unschärferelation. Okay, es steht hier nicht auf der rechten Seite das Planck'sche Wirkungsquantum, sondern einfach ein Faktor 2. Das heißt, Delta F mal Delta T ist gleich 2. Nicht? Man kann die Breite des Signals natürlich auch noch irgendwie anders definieren. Das scheint hier irgendwie so ein bisschen willkürlich zu sein, dass das jetzt irgendwie über eine Periode definiert wurde. Das macht am Ende aber keinen Unterschied. Ich kann das Ganze auch über mehrere Perioden definieren, die Breite. An dem Ergebnis hier selber ändert sich nichts, die Konstante ist dann halt nur eine andere.
Genauso wie bei der Heisenbergschen Unschärferelation habe ich jetzt hier halt ein Produkt von Fehlern. In diesem Fall hier halt die Breite des Filters im Frequenzbereich mal der Breite des Filters im Zeitbereich ist konstant. Jetzt kann ich dasselbe machen wie eben bei der Unschärferelation. Ich kann zum Beispiel das Delta T hier auf die linke Seite bringen. Dann steht da Delta F gleich 2 durch Delta T. Und dann passiert genau dasselbe wie bei der Heisenbergschen Unschärferelation. Ist Delta T sehr klein, wird der Faktor 2 durch Delta T sehr groß. Nicht? Das heißt, habe ich ein scharf definiertes Signal im Zeitbereich, bekomme ich ein sehr schlecht definiertes oder sehr breites Signal im Frequenzbereich. Das wird dann hier für zwei Fälle mal genauer diskutiert. Also ein Beispiel kennt jeder, zum Beispiel eine harmonische Kosinusschwingung. Ja, nehme ich einfach mal eine Kosinus oder auch eine Sinusfunktion. Die schwingt also mit einer vorgegebenen Frequenz. Das heißt, die Frequenz ist extrem scharf definiert, ist halt eine Frequenz, zum Beispiel irgendwie 10 Hertz oder so. Das heißt, im Frequenzbereich ist das Ganze sehr scharf definiert. Im Zeitbereich dagegen schwingt dauernd über alle Zeiten hinweg diese Sinus- oder Cosinus-Funktion. Das heißt, im Zeitbereich ist das Signal extrem breit, also eigentlich unendlich breit. Ja, ich habe keinen Anfang und Ende der Sinusfunktion. Umgekehrtes Beispiel ist der Spike. Nicht? Also wenn ich im Zeitbereich so eine Dirac'sche Delta-Funktion anrege, also das Spike-artigste, was man sich irgendwie im Zeitbereich vorstellen kann, und das Ganze dann Fourier transformiere, bekomme ich halt so ein weißes Spektrum. Das heißt, alle Frequenzen werden gleichzeitig angeregt. Das heißt, scharfes Signal im Zeitbereich, extrem unscharfes Signal im Frequenzbereich. Das heißt, das sind so die beiden Beispiele, die man vielleicht auch für eine Prüfung irgendwie mal so im Hinterkopf behalten sollte. Das ist eigentlich ganz trivial. Ja? Das heißt, die Unschärferelation gibt es nicht nur in der Quantenmechanik, sondern hier auch in der Signalverarbeitung. So, dann geht es weiter zu Kapitel 7.14. Da geht es um Gustreflexion und Reverberation. Das heißt, das ist auch ein Beispiel, wo wir also physikalische Prozesse mithilfe eines Faltungsoperators beschreiben können. So, zunächst mal, was sind Gustreflexion und Reverberation? Nehmen wir mal an, wir haben so ein typisches Beispiel aus dem Feldpraktikum. Nicht? Wir schlagen mit dem Hammer auf die Erdoberfläche und dann läuft einfach so eine Welle nach unten in das Medium hinein. Das ist ganz gut und schön. Das Problem ist, wenn wir jetzt nicht an der Erdoberfläche direkt anregen, sondern zum Beispiel in einem Bohrloch, dann läuft nicht nur eine Welle irgendwie ins Medium nach unten, sondern es läuft auch noch eine Welle von dem Bohrloch, also zum Beispiel von so einer Explosionsquelle im Bohrloch, nach oben zur Erdoberfläche und wird da reflektiert. Das heißt, das Quellsignal tritt nochmal auf mit so einer leichten Zeitverzögerung. Und das ist die sogenannte Ghost-Reflexion. Und das kann extrem nervtötend sein, weil ich bekomme jetzt quasi ein sehr kompliziertes Quellsignal, beziehungsweise ich bekomme jetzt so ja, mehrfache Reflexionseinsätze, die auch noch so ein bisschen zeitverzögert sind. Das ist dann hier nochmal so ein bisschen mathematisch definiert. Das heißt, nehmen wir mal an, ich habe jetzt hier eine seismische Spur, die also diese Ghost-Reflexion enthält. Die setzt sich zusammen aus der seismischen Spur ohne Ghost. Nicht? Also wenn ich prinzipiell an der Erdoberfläche anregen würde, das ist hier diese Zeitreihe SI, plus derselben Zeitreihe, die aber zeitlich verschoben wird. Nicht? Ist ja klar, ich habe jetzt quasi nochmal dasselbe Signal, was mit einer leichten Zeitverzögerung nochmal in mein Medium hinunterpropagiert. Und das erzeugt dann natürlich die entsprechendes identisches Seismogramm, allerdings mit einer Zeitverzögerung. Das ist hier dargestellt mit diesem SI-N. Das Ganze wird noch ein bisschen problematischer, weil diese Welle, die also erstmal zur Erdoberfläche läuft und dann wieder nach unten, die zeigt natürlich ein etwas anderes geometrisches Spreading, weil die läuft halt noch so ein bisschen länger durch das Medium.
Außerdem muss man dann auch noch die Reflexionskoeffizienten da so ein bisschen anders drauf anwenden, weil ich habe schon eine Reflexion an der Erdoberfläche und dann kommen erst die ganzen Reflexionen des Mediums dazu. Das heißt, es ist nicht nur simpel eine Verschiebung der seismischen Spur um irgendwie n Sample, sondern ich muss das Ganze dann noch so gewichten, um also geometrisches Spreading und den Reflexionskoeffizienten einmal an der freien Erdoberfläche, dann aber später auch in dem Medium selber wieder zu berücksichtigen. Ja, das ist ein bisschen hampelig, das so zu schreiben. Man kann das Ganze aber auch als Konvolution schreiben. Das heißt, ich kann das einfach so schreiben, dass ich meine seismische Spur hier ohne Ghost nehme und das dann falte mit diesem sogenannten Ghost-Operator. Ich weiß nicht, ob der wirklich so heißt, aber der beschreibt mir quasi die Eigenschaft von diesem Ghost. Sieht dann also so aus, wenn wir also jetzt kein Ghost hätten, dann würde der einfach 1, 0, 0, 0, 0, 0 und so weiter sein, also lauter Nullen. Das heißt, ich würde einfach eine 1 falten mit meiner seismischen Spur. Okay, das ist jetzt nicht wirklich spannend. Das heißt, es kommt die seismische Spur wieder raus. Wenn ich dann hier aber an einem bestimmten Element von meinem Faltungsoperator hier diese Gewichtung k einführe, dann wird automatisch dieser Ghost in meine Seismogramme hineingefaltet. Nicht? Kann man sich vorstellen, überall da, wo dann ein Event in meiner seismischen Spur auftritt, da wird dann hier dieser Operator an der Stelle, ich weiß jetzt nicht, wie der hier heißt, n oder so, diesen Gewichtungsfaktor k hier drauf anwenden. Das heißt, man sieht sehr schön, die Spur mit Ghost ist einfach die Spur ohne Ghost gefaltet mit diesem Ghost-Operator. Ja, genau, hier das Ente-Sample enthält dann den Reflexionskoeffizienten und erzeugt die zeitverzögerte Ghost-Reflexion. Nicht? Also da, wo das Ganze dann auftritt, das ist dann das Ente-Sample. Das hat man hier gesehen, das ist einfach diese Zeitverschiebung der Ghost-Zeitreihe gegenüber der normalen Zeitreihe. Und dem Gewichtungsfaktor k, der dann den Reflexionskoeffizienten der freien Oberfläche und geometrisches Spreading und was weiß ich alles enthält. So, das Ganze wird noch schlimmer, wenn man jetzt zum Beispiel eine seismische Welle in der Wassersäule anregt, also zum Beispiel mit einer Airgun oder einer Watergun. Das heißt, da bin ich ja auch unter der Meeresoberfläche, also unter der freien Oberfläche. Habe ich also genau dasselbe Problem. Das heißt, auch da läuft ein Teil der Welle nach unten ins Medium und der andere Teil wird an der Wasseroberfläche reflektiert und erzeugt dann ebenfalls einen Ghost. Das Problem ist, die akustischen Wellen im Wasser können sich sehr effektiv ausbreiten. Das heißt, der Ausbreitungsverlust in dem akustischen Medium ist nahezu zu vernachlässigen. Das heißt, was man dann bekommt, sind sogenannte Reverberationen oder in der Seismik vielleicht auch eher bekannt als multiple Reflexion. Nicht? Das heißt, die Wellen laufen von der Quelle zum Meeresboden, werden da reflektiert, laufen wieder zur Wasseroberfläche, werden da wieder reflektiert, dann laufen die Reflexionen wieder zum Meeresboden, werden nochmal reflektiert und so weiter und so fort. Das heißt, man bekommt ein sehr kompliziertes seismisches Shotgather. Das möchte ich vielleicht mal kurz an einem synthetischen Datensatz zeigen. So, hier habe ich mal so ein synthetisches Untergrundmodell. Und man sieht hier oben, habe ich in den ersten 450 Metern oder so erstmal eine Wassersäule und darunter dann ein ziemlich kompliziertes elastisches Medium. Das heißt, man sieht hier so simple Strukturen auf der linken Seite und auf der rechten Seite. Und im Zentrum des Modells sieht man diese Verwerfungszonen, dann hier in größeren Tiefen so Diskontinuitäten. Das ist das sogenannte MAMUSI-2-Modell. Das ist also so ein typisches Benchmark-Problem aus der Kohlenwasserstoff-Exploration, weil eingebettet in diese komplizierten Verwerfungen sind dann auch Kohlenwasserstoffreservoire. Zum Beispiel hier ist so eine Gaslagerstätte oder hier. Weiter unten sind dann auch so Erdöllagerstätten. Das heißt, für dieses Problem kann man dann synthetische Surveys rechnen und dann mal testen, wie gut funktionieren eigentlich so typischerweise unsere seismischen Imaging-Verfahren, um diese Kohlenwasserstoffreservoire also abzubilden.
Was ich jetzt mal gemacht habe, ist, ich habe mal so einen synthetischen Survey gerechnet. Das heißt, ich habe einfach mal hier mit einer Airgun in der Wassersäule herumgeschossen und dann mit Hilfe eines sogenannten Ocean Bottom Cable das reflektierte seismische Wellenfeld aufgezeichnet. Und das sieht dann also so aus. Das heißt, das ist mal so ein Shotgather für einen Schuss. Das heißt, man sieht hier die Zeit aufgetragen über dem Offset. Das heißt, typischer Industriedatensatz, maximale Offsets von 8 Kilometern. Und man sieht sehr schön hier die direkte Welle, dann so eine refraktierte Welle bzw. Tauchwellen, die also zu einer ziemlich starken Undulation hier des Ersteinsatzes führen. Dann kommt hier eine ziemlich deutliche Meeresbodenreflexion. Und dann sieht man hier sehr schön, treten periodisch zu gewissen Zeiten immer wieder multiple Reflexionen von dieser Meeresbodenreflexion auf, die also die ganzen schwächeren Einsätze von dem eigentlichen elastischen Medium ziemlich stark überlagern. Ja, das heißt, das sind dann multiple Reflexionen oder sogenannte Reverberationen. Gut, und diese Reverberation, das ist ja im Prinzip nur ein weiterer Spezialfall des Ghosts. Das heißt, diese Reverberation kann ich ganz ähnlich beschreiben wie der Ghost. Ich habe dann hier halt wieder so eine verschobene Zeitreihe, dann teilweise sogar um mehrfache Samples verschoben, nicht, weil diese multiplen Reflexionen halt immer wieder auftreten. Und man muss dann hier die Koeffizienten so ein bisschen modifizieren. Ja, könnt ihr euch mal im Detail durchlesen. Aber am Ende läuft das Ganze auch wieder auf eine Faltungsoperation hinaus. Das heißt, das sind so zwei weitere Beispiele für die Anwendung einer Faltung. Also einmal der Ghost und die multiplen bzw. die Reverberation in der marinen Seismik. So, dann, was kommt jetzt? Anwendung von Fensterfunktionen im Originalbereich. Da weiß ich jetzt gerade nicht, warum Thomas Meyer das hier jetzt nochmal macht. Also im Prinzip geht es hier um diese gleitende Mittelung oder diese Fensterfunktion, die wir schon beim letzten Mal uns angeschaut hatten. Nicht? Das war ja die Boxcar-Funktion im Zeitbereich mit der Länge t. Und wenn wir die dann Fourier transformieren, dann bekommen wir hier diese Sinkfunktion im Frequenzbereich heraus. Ich weiß jetzt nicht so wirklich genau, warum er das hier jetzt explizit nochmal erwähnt. Kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vor. Ach so, das scheint irgendwie im Zusammenhang zu stehen mit der Unschärferelation. Das heißt, wenn das Fenster im Zeitbereich relativ kurz ist, bekomme ich eine starke Verschmierung des Spektrums im Frequenzbereich. Wenn das Fenster dagegen sehr lang ist, wird das Spektrum nicht verschmiert. Gut, das hätte eigentlich eher gepasst zu dem Abschnitt davor, also bevor es hier um Faltung ging. Aber gut, ja, naja, im Prinzip nichts wirklich Neues. Das heißt, das ist jetzt nur mal so ein Beispiel für eine gleitende Mittelung im Zeitbereich und wie das Ganze dann im Frequenzbereich aussieht. Aber das ist im Prinzip einfach nur die Unschärferelation, die wir eben schon diskutiert hatten. Interessanter wird es jetzt. Jetzt geht es nämlich um die sogenannte Dekonvolution. Nicht, wir hatten schon gesehen, die Faltung oder Konvolution. Und jetzt gibt es noch genau die gegenteilige Operation, nämlich die sogenannte Entfaltung oder Dekonvolution. Und um das zu veranschaulichen, gehen wir vielleicht mal wieder zurück auf Seite, wo war das, 39, wo ich dieses nette Beispiel gezeigt hatte für eine Faltung. Nicht, also hier war die Faltung nochmal definiert. Und da hatte ich ja beim letzten Mal diese Übungsaufgabe aus der Seismik-Vorlesung gespoilert. Das heißt, wir konnten synthetische Seismogramme ausrechnen, indem wir hier die Spike-Response oder die Greensche Funktion des Untergrundes gefaltet haben mit unserem Quell-Wavelet. Nicht? Das heißt, ja, bei der Spike-Response habe ich halt überall Spikes. Habe ich aber in der realen Messung nicht wirklich, sondern in der Realität habe ich immer solche bandbegrenzten Signale. Das heißt, wenn ich das Quell-Wavelet hier falte mit der Spike-Response, kommt am Ende dieses Seismogramm heraus.
Das heißt, das ist die Faltung oder die Konvolution. Und die Entfaltung ist jetzt genau das Umgekehrte. Das heißt, ich nehme an, ich kenne hier mein Quellwavelet, mein Seismogramm kenne ich sowieso. Und was ich jetzt bestimmen will, ist die Spike-Response. Das heißt, wie sieht die Spike-Response des Untergrundes oder die Reflektivität des Untergrundes aus? Das heißt, das ist eine typische Anwendung einer Dekonvolution. Das heißt, gehen wir nochmal zurück zu dem Dekonvolutionskapitel. Ja, das könnte man jetzt natürlich versuchen, irgendwie im Zeitbereich zu machen. Da war die Dekonvolution allerdings so ein bisschen abartig. Besser ist das, wenn man das Ganze im Frequenzbereich macht, auch sehr viel anschaulicher, weil da war das ja nur eine simple Multiplikation. Also betrachten wir das mal für das Beispiel von eben. Nehmen wir mal an, dass x von t unser Quellsignal ist und y von t, das sei einfach unser gemessenes Seismogramm. Und f von Omega soll jetzt einfach die Spike-Response sein. Dann hatten wir eben gesehen, das Seismogramm, also y von Omega, wäre f von Omega gefaltet mit x von Omega. Das heißt, das wäre dann einfach f mal x. Ja? Das wäre dann unser y. Das heißt, das Quellwavelet gefaltet mit unserer Spike-Response ergibt unser Seismogramm. Und die Dekonvolution macht jetzt einfach Folgendes. Die formt das Ganze nach unserer Spike-Response um, also nach unserem f von Omega. Und das ist im Frequenzbereich halt ganz simpel. Ich muss nur dividieren. Ja? Also ich muss da jetzt keine komplizierte Dekonvolution im Zeitbereich durchführen, sondern das ist eine simple Spektrendivision. Das heißt, f von Omega ist jetzt einfach y von Omega geteilt durch x von Omega. So, da kann man sich jetzt vorstellen, das kann zu numerischen Problemen führen. Also speziell, wenn jetzt x von Omega sehr klein ist, im Extremfall vielleicht sogar 0, dann kommt da ziemlich dezenter Schwachsinn raus, weil ich habe dann so eine Division durch 0 oder irgendwas nahe bei 0. Und um das zu verhindern, führt man dann meistens so einen Water-Level-Faktor ein. Das heißt, man addiert hier einfach auf den Wert im Nenner noch so ein Epsilon drauf, um also so eine Division durch 0 zu verhindern. Ja, das hat Thomas Mayer dann hier nochmal so ein bisschen genauer beschrieben. So, und dann gibt es hier so ein paar Beispiele. Zum einen halt typische Dekonvolution eines Messsystems. Das nennt man dann auch Restitution oder auf Englisch Response Correction. Beim letzten Mal hatte ich ja schon erwähnt, dass das Seismometer sich irgendwie wie so ein harmonischer Oszillator verhält und so eine leichte Hochpassfilterung auf die Daten anwendet. Und das möchte man nach Möglichkeit irgendwie zurückrechnen. Das heißt, man würde ganz gern den Original-Input des Systems eigentlich erhalten. Ja, das heißt, wir nehmen einfach mal an, dieses Y von Omega, das sei das Spektrum des aufgezeichneten Seismogramms, also das, was das Seismometer so aufgezeichnet hat. Das F von Omega, das sei die bekannte Übertragungsfunktion des Messgeräts, also in diesem Fall dann dieser Hochpassfilter, beziehungsweise das war dann auch noch so ein bisschen harmonischer Oszillator, also getriebener harmonischer Oszillator mit irgendwie so einer komischen Resonanzfrequenz. Und X von Omega ist dann eigentlich der gesuchte Input, also das, was eigentlich beim Seismometer ankam, aber durch die Eigenschaften des Seismometers verfälscht wurde. Ja, und das kann ich also genauso dann wieder durch Spektrendivision, also durch eine Dekonvolution, herausrechnen. Das heißt, unser ursprüngliches Seismogramm Y von Omega wäre ja einfach die Filterresponse unseres Seismometers multipliziert mit dem Input, der beim Seismometer ankam, also der seismischen Welle, die da durchgelaufen ist. Ja, und das kann ich jetzt einfach durch eine Dekonvolution ausrechnen. Das heißt, mein ursprünglicher Input ist dann einfach x von Omega gleich y von Omega durch die Übertragungsfunktion des Messgeräts. Ja, das heißt, auch das wieder ein Beispiel für eine Dekonvolution.
Dann ist hier nochmal dieses Faltungsmodell, das, was ich eben am Anfang schon gezeigt habe. Die seismische Spur Y von Omega, genau gesagt das Spektrum der seismischen Spur, erhalte ich durch die Multiplikation des Quell-Wavelets mit der Reflektivität oder der Spike-Response des Untergrundes plus irgendwie Noise, der vielleicht auch noch auf den Daten drauf ist. Wenn man den Noise dann vernachlässigt, kann man die Reflektivität des Untergrundes auch wieder durch so eine Spektrendivision, also sprich durch eine Dekonvolution, berechnen. Das heißt, das macht man im Frequenzbereich und kann das Ganze dann hier zurückrechnen in den Zeitbereich durch eine inverse Fourier-Transformation. So, dann sieht man hier in Abbildung 7.10 auch mal so eine Anwendung für so eine Restitution. Das heißt, wie kriege ich jetzt den ursprünglichen Input meines Seismometers raus, indem ich die Übertragungsfunktion meines Seismometers herausrechne? Das heißt, ich sehe hier einmal das original aufgezeichnete Seismogramm und hier dann das korrigierte Seismogramm. Was man vielleicht so ein bisschen erkennen kann, ist, dass ja, das korrigierte Seismogramm so ein bisschen schärfer ist. Ja, also der Effekt ist jetzt hier nicht so um Größenordnung erkennbar, aber die Einsätze sind schon ein bisschen deutlicher sichtbar. Ja, das heißt, das ist der Effekt von dieser Restitution des Seismometers. Und dann gibt es hier noch ein Beispiel, das sind die sogenannten Receiver Functions. Da könnt ihr auch mal Frau Professor Ecosia befragen. Was sind Receiver Functions? Gibt es auch einen Wikipedia-Eintrag und irgendwie so ein hübsches Bild. Das heißt, wir nehmen an, wir haben hier oben die Erdoberfläche, dann irgendeine Grenzschicht. Typischerweise, wo man die Receiver-Functions anwendet, ist irgendwie, um die MOHO-Diskontinuität abzubilden. Das heißt, nehmen wir mal an, wir haben hier irgendwie die Kruste, dann die MOHO und dann hier die Lithosphäre und alles, was darunter ist. Das heißt, wir wollen diese Grenzschicht lokalisieren. Das heißt, was man da machen kann, ist, man kann sich Erdbebenwellen anschauen, die also so als ebene Wellen hier von unten nach oben laufen. So, was passiert jetzt, wenn die auf diese Grenzschicht hier treffen? Naja, sie werden einmal gebrochen. Das heißt, ich bekomme hier so eine gebrochene P-Welle. Nicht einfach, weil sich die Materialeigenschaften natürlich verändern und damit dann auch die Impedanzkontraste, so Stichwort Snelliusches Brechungsgesetz und solche Sachen. Das ist nicht so wirklich spektakulär. Das Interessante für die Receiver-Functions ist, dass hier auch eine Konversion stattfindet. Das heißt, die P-Wellenenergie wird auch zu S-Wellenenergie konvertiert. Die S-Wellen laufen natürlich mit einer anderen Geschwindigkeit. Das heißt, es gibt einen Laufzeitunterschied zwischen der Original-P-Welle und der P zu S-konvertierten Welle. Und aus diesem Laufzeitunterschied kann man, wenn man hier die Geschwindigkeit von dem Medium kennt, die Position ausrechnen, an der diese Konversion stattfand. Und das war natürlich in diesem Fall dann hier diese Diskontinuität oder diese Grenzschicht hier, also zum Beispiel zwischen Kruste und Mantel. Ja, das heißt, so funktionieren im Prinzip Receiver-Functions. Man betrachtet also, wie groß ist der Unterschied zwischen diesen PS-konvertierten relativ zu den normalen P-Wellen. So, das Problem an diesen Konversionen ist, die sind meistens relativ schlecht erkennbar. Das heißt, auch da will man nach Möglichkeit eine Dekonvolution anwenden. Das heißt, wenn man will das Quell-Wavelet herausfalten und quasi die Spike-Response bestimmen. Und das wird hier nochmal etwas länglich dargestellt. Man sieht aber am Ende, bekomme ich hier die Receiver-Function oder die Spike-Response des Untergrundes heraus als eine Division von zwei verschiedenen Spektren. Ja, da muss man noch so stapeln und was weiß ich. Aber das ist so die Grundidee der Receiver-Functions. Wir wollen also die Spike-Response des Untergrundes bestimmen. Und das machen wir mit Hilfe einer Dekonvolution. So, dann ist hier in Kapitel 7.17 noch die sogenannte Wiener Optimalfilterung zusammengestellt. Worum geht es da? Wir wollen einen optimalen Filter finden, der ein gegebenes Signal Y von I umformt in ein gewünschtes Signal ZI. Das heißt, gesucht ist so ein Filter FI,
Das heißt, wenn ich diesen Filter FI falte mit dem gegebenen Signal, soll das gewünschte Signal am Ende rauskommen. Sprich, das ist eine Konvolution im Zeitbereich. Wenn ich den ganzen Krempel dann hier wieder transformiere in den Frequenzbereich, kann ich das einfach wieder als Spektrendivision schreiben. Die Frage ist jetzt, wie bestimmen wir diesen optimalen Filter? Zunächst mal müssen wir einen Fehler definieren, ja, weil wir wollen ja irgendwie ein optimales Wavelet bestimmen. Und was man einfach machen kann, ist, man kann hier die Differenz bilden zwischen dem Filter angewendet auf unsere Zeitreihe minus dem, was herauskommt. Und es ist klar, dass wenn diese Differenz ziemlich klein wird, dann ist der Fehler natürlich entsprechend auch sehr klein. Und wenn der Fehler groß ist, dann funktioniert der Filter offenbar nicht so wirklich toll und ja, können das Ergebnis effektiv vergessen. Das heißt, das ist ein Maß dafür, wie gut unser Filter tatsächlich funktioniert. Nicht? Also im Prinzip einfach die Differenz von Fi gefaltet mal Yi minus Zi. Das definieren wir hier also einfach als Fehler. Ja, da man dann nicht einfach immer so die ganzen Fehler der einzelnen Sample hier mit bloßem Auge irgendwie betrachten will, braucht man noch ein sogenanntes Fehlermaß. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu messen. Das kennt ihr vielleicht schon aus der Inversionstheorie. Und falls ihr das noch nicht kennt, dann werdet ihr das in der Inversionstheorie kennenlernen. Also eine Möglichkeit, den Fehler irgendwie so abzuschätzen, ist, man quadriert einfach für jedes Sample diesen Fehler und summiert dann hier über alle Sample auf. Das ist dann die sogenannte Fehlerquadratsumme oder die L2-Norm dieses Fehlers. Das bezeichnen wir hier mal als groß E. Das heißt, Ziel ist es jetzt, diese Zielfunktion oder Misfit-Funktion E irgendwie zu minimieren. Weil wenn wir dieses Maß hier minimieren, minimieren wir natürlich auch diesen Fehler hier. Und wenn dieser Fehler minimal ist, bedeutet das, dass wir eine Filterfunktion gefunden haben, welche ja, halt die Fehler minimiert. Nicht? Das heißt, dieser Filter, den wir dann anwenden, der führt am Ende tatsächlich dazu, dass das vorgegebene Signal umgewandelt wird in das von uns gewünschte Signal Zi. So, und das funktioniert über simple Analysis. Das heißt, wir können die optimalen Filterparameter FK einfach dadurch bestimmen, indem wir hier die Zielfunktion ableiten nach den Filterparametern und das Ganze auf 0 setzen. Nicht? Das kennt ihr also aus der Analysis, also simple Kurvendiskussion. Wann ist meine Funktion irgendwie minimal? Also wann erreicht die ein Minimum? Da muss einfach die Ableitung der Funktion nach den Filterparametern gleich 0 sein. Gut, da muss man eigentlich noch überprüfen, ist das jetzt ein Minimum oder Maximum? Aber okay, das wurde jetzt hier so ein bisschen überschlagen. Ja, und wenn man das mal macht für diese Zielfunktion hier, kommt am Ende das hier heraus. Sieht zunächst mal relativ verwirrend aus. Aber im Prinzip ist das einfach ein lineares Gleichungssystem zur Bestimmung dieser optimalen Filterparameter FK. So, das Ganze kann man dann noch vereinfachen, für den Fall, dass hier dieses n gegen unendlich geht. Was dann herauskommt, ist, dass man hier so eine Summe über eine sogenannte Autokorrelationsfunktion hat. Was das genau ist, das werden wir dann im nächsten Kapitel noch sehen. Und das soll der Kreuzkorrelation zwischen Z und Y entsprechen. Das heißt, eine Summe mit irgendwie den Filterkoeffizienten über die Autokorrelation von unserem vorgegebenen Signal ist gleich der Kreuzkorrelation zwischen dem gewünschten Signal Z und dem vorgegebenen Signal Y. Ja, das heißt, das ist auch wieder ein Gleichungssystem. Das heißt, man kann diese Summe hier aufschreiben als Gleichungssystem. Das sieht man also hier in Gleichung 7.61. Das heißt, hier steht im Prinzip so eine Matrix, multipliziert mit dem Vektor, also F0, F1 bis FQ, ist gleich irgendeiner rechten Seite, was auch wieder ein Vektor ist. Das heißt, man sieht hier sehr schön, ich habe hier ein Gleichungssystem. Und das kann ich jetzt natürlich lösen, zum Beispiel numerisch. Das heißt, ich müsste das Inverse von dieser Matrix hier bestimmen.
Das Inverse multiplizieren mit der Matrix, das ergibt die Einheitsmatrix. Und dann das Inverse von dieser Matrix mit dem Vektor hier auf der rechten Seite multiplizieren. Und was dann herauskommt, ist ein Vektor, der also meine optimalen Filterparameter hier enthält. So, und diese Koeffizientenmatrix, wo also hier diese Autokorrelationsfunktion von unserem gemessenen Signal drin stehen, das ist übrigens eine sogenannte Toeplitz-Matrix. Und Otto Toeplitz, das hat Thomas Mayer hier nochmal stark hervorgehoben, hätte man nochmal fett drucken müssen. Das war so ein Mathematiker, der auch in Kiel gearbeitet hat. Ob er da die Toeplitz-Matrix entdeckt hat, das weiß ich jetzt nicht, aber ein bisschen Lokalpatriotismus ist hier wahrscheinlich auch mal erlaubt. Das heißt, ganz wichtige Matrix und die hat halt gewisse Eigenschaften und man kann also bestimmte Lösungsverfahren finden, mit denen man diese Gleichung dann im Prinzip lösen kann, also diese Matrix dann irgendwie invertieren. So, im Frequenzbereich sieht das Ganze dann am Ende so aus. Das heißt, man kann diese Filterparameter hier auch über eine Spektrendivision bestimmen. Gut, dann stehen hier noch so diverse Details, aber darauf gehe ich jetzt nicht ein. Also ganz wichtig ist, man kann diese Filterparameter hier im Frequenzbereich bestimmen. Oder halt im Zeitbereich hier über diese Toeplitz-Matrix bzw. dieses Gleichungssystem. So, dann hat Thomas Mayer hier nochmal so ein Beispiel gebracht und das ist genau das Beispiel, was ich eben am Anfang schon erwähnt habe. Wir wollen die Reflektivität des Untergrundes bestimmen. Wir kennen unser Quellwavelet, wir wissen, was rauskommt und ja, muss dann also hier dieses Problem nochmal lösen. Bekommt dann hier am Ende die Reflektivität, also im Prinzip den Filter der Erde heraus. Das möchte ich auch mal an einem kleinen Beispiel erläutern, dass man das so ein bisschen anschaulicher sieht, als wenn hier irgendwie nur die Response am Ende steht. So, hier wollen wir eigentlich nicht die Reflektivität des Untergrundes bestimmen, sondern hier gehen wir davon aus, dass wir das Quellsignal nicht kennen. Also die Zuhörer und Zuseher der Inversionstheorie kennen dieses Shotgather vielleicht. Das sind also Scherwellendaten, die wir über einem mittelalterlichen Kanal gemessen haben. Das waren also simple Hammerschlagdaten, die wir also über so einem archäologischen Target gemessen haben. Und das Coole war, das seismische Profil wurde am Ende auch noch von den Archäologen ausgegraben. Das heißt, wir konnten nachher am Ende vergleichen, wie sieht eigentlich die Untergrundstruktur tatsächlich in der Realität aus im Vergleich zu den Untergrundstrukturen, die wir also mit geophysikalischen Verfahren ableiten konnten. Und ein Verfahren, das wir hier angewendet haben, das war die sogenannte seismische Wellenforminversion oder Full Waveform Inversion, FWI. Das heißt, man kann also sehr hochauflösende Abbildungen des Untergrundes erzeugen, also speziell der Materialparameterverteilung im Untergrund, also zum Beispiel der Scherwellengeschwindigkeit und der Dichte, indem man also Wellenformen über ein nichtlineares Optimierungsverfahren fittet. Das war so Thema meiner Dissertation. Ich habe da sehr lange dran herumdissertiert, weil es ein nicht ganz triviales Thema ist. Aber am Ende konnten wir das Ganze tatsächlich nicht nur auf synthetische Daten anwenden, wo dieses Verfahren eigentlich meistens ziemlich gut funktioniert, sondern mittlerweile können wir es auch auf oberflächennahe Felddaten anwenden. Und ein Schwerpunkt hier bei uns in der Arbeitsgruppe ist die Anwendung auf archäologische Probleme, also wirklich sehr oberflächennahen Krempel. Und wir gehören also weltweit zu den Spezialisten auf diesem Gebiet, weil das halt auch so ein Thema ist, was eher so eine Nischenerscheinung ist. Das heißt, mit Geophysik in der Archäologie beschäftigen sich jetzt nicht so viele Arbeitsgruppen und noch spezieller Wellenforminversionen in der Archäologie, das gibt es auch nicht so häufig. Also wer sich dafür die Details interessiert, es gibt da einen Vortrag in der Inversionstheorie zu diesem mittelalterlichen Kanal. Gut, genug gequatscht über den Hintergrund. Schauen wir uns also mal das Shotgather an. Das heißt, hier ist wieder die Zeit aufgetragen über dem Offset. Man sieht, in schwarz sind hier dargestellt die Felddaten und in rot, das sind die modellierten Daten. Da mag man jetzt denken, ihr seid ja tolle Experten in der Wellenforminversion, das passt irgendwie überhaupt nicht zusammen.
Ja, ich hatte eben gesagt, die Wellenforminversion ist so ein Datenanpassungsinversionsverfahren. Das scheint aber hier nicht wirklich zu funktionieren. Man sieht also, die Wellenformen hier passen überhaupt nicht richtig zusammen. Das Problem hier ist, die passen schon zusammen, aber es gibt ein kleines Problem. Wir kennen nämlich nicht das Quellsignal. Ja, das heißt, wir haben hier eine Wellenforminversion angewendet, aber nicht nur nach den Materialparametern des Untergrundes invertiert, sondern wollen auch nach dem Quellsignal invertieren. Das heißt, das, was man hier in Rot sieht, das ist also eine seismische Vorwärtsmodellierung für unser Inversionsergebnis aus der Wellenforminversion, allerdings mit dem falschen Quellwavelet. Ja, man sieht also, das Quellwavelet, das fängt also hier oben irgendwo bei 0 an. In den Felddaten sieht man, gibt es aber so eine leichte Zeitverschiebung hier irgendwie um 0,1 Sekunde. Deswegen passen diese Signale nicht so wirklich zusammen. Man sieht auch, die Wellenform des Quellsignals scheint irgendwie nicht so hundertprozentig zu passen. Ja, das heißt, die modellierten Daten passen deshalb nicht wirklich zu den gemessenen Daten. Was man jetzt machen kann, ist, man kann das Quellsignal bestimmen über eine Wiener Dekonvolution. Ja, das habe ich jetzt also mal gemacht. Das heißt, wenn wir jetzt das Quellsignal über eine Wiener Dekonvolution rechnen und dann mit diesem Quellsignal nochmal neue synthetische Daten berechnen, dann sieht man, dass die Wellenforminversion tatsächlich ziemlich gut funktioniert hat. Das heißt, man sieht hier sehr schön, die modellierte refraktierte Wellenform, hier dargestellt in Rot, passt sehr gut zu der Wellenform in den Felddaten, dargestellt in Schwarz. Wenn man genau hinsieht, sieht man, dass es hier auch so eine leichte Laufzeitverzögerung gibt. Ja, das heißt, die Ersteinsätze beginnen hier irgendwie so ein bisschen später. Und der Grund dafür ist ganz einfach, das ist unser mittelalterlicher Kanal. Die Kanalfüllung hat nämlich so leicht niedrigere Geschwindigkeiten als die Umgebung. Und das sieht man dann hier sehr schön in den Ersteinsätzen und auch sehr schön in der Zeitverzögerung hier der Wellenform. Was auch sehr schön angepasst ist, ist hier die Larvwelle. Ja, die ist also nahezu perfekt angepasst. Es gibt so leichte Unterschiede hier so im Bereich des Grabens, aber das Ganze passt eigentlich so ziemlich gut. Und wer dann wissen will, wie der Untergrund aussieht und wie das Ganze zur Archäologie passt, den verweise ich, wie gesagt, nochmal auf die Inversionstheorie-Vorlesung. Das heißt, das werde ich jetzt hier nicht spoilern. Gut, das heißt, der Datenfit funktioniert schon mal ganz gut. Wie sieht jetzt eigentlich das Quellwavelet aus? Das ist also das Quellwavelet, das jetzt hier für dieses Shotgather herauskam nach der Wiener Dekonvolution. Man sieht also aufgetragen hier die normierten Amplituden über der Zeit. Und naja, halt irgendwie so eine zeitabhängige Funktion. Das heißt, das war das Signal, mit dem wir also ja, auf den Boden geschlagen haben, effektiv, beziehungsweise ganz genau war das ein sogenannter Scherwellenanker. Das heißt, wir haben von der Seite gegen diesen Scherwellenanker geschlagen. Und so sah dann das Signal aus, was dabei angeregt wurde. Und wenn das Ganze dann durch den Untergrund propagiert, kommt am Ende dann dieses Shotgather raus. Also ein sehr nettes Ergebnis. So, das waren also ein paar Beispiele für eine Dekonvolution. Dann kommen wir jetzt zum letzten Teil von Kapitel 7. Wird auch langsam Zeit. Ich habe mir schon keinen Bock mehr. Bisher haben wir die Filter immer nur in einer Dimension angewendet. Wir können das Ganze aber auch natürlich in zwei Dimensionen anwenden. Nicht? Also zum Beispiel, wir haben irgendwie ein zweidimensionales Problem, zum Beispiel irgendwie ein Foto oder so. Und das wollen wir jetzt glätten, zum Beispiel mit unserem Glättungsfilter hier, also diesem gleitenden Mittelungsfilter. Den kann ich jetzt also auch in 2D anwenden. Das funktioniert im Prinzip ganz simpel. Ich muss einfach nur zweimal eine 1D-Transformation in den verschiedenen Raumrichtungen durchführen. Also im Prinzip so zeilenweise mein Bild abrastern und dann immer eine 1D-Fourier-Transformation rechnen. Das Ganze dann falten. Beziehungsweise in diesem Fall wird das dann ja im Ortsbereich gemacht. Das heißt, ich habe dann tatsächlich die Anwendung hier im Ortsbereich. Das heißt, was ich dann machen muss, ich muss einfach erstmal so zeilenweise meinen Filter ja, im Prinzip auf jede Zeile von meinem Bild anwenden und dann im Anschluss nochmal so spaltenweise auf das Bild, sodass ich dann den Filter ja, zweimal in den verschiedenen Raumrichtungen dann angewendet habe.
Man sieht dann auch, der Filter hier zum Beispiel im Ortsbereich, beziehungsweise das ist dann hier im Wellenzahlbereich kx, ky. Da habe ich dann statt einer Sync-Funktion halt zwei Sync-Funktionen. Nicht? Weil dieses gleitende Mittel, das war ja einfach dieser Boxcar-Filter, den wir da hatten. Ja, das ist im Prinzip das, was man dazu wissen muss. Also ich kann das Ganze auch auf höhere Dimensionen anwenden, einfach indem ich diese 1D-Faltung bzw. dann die Multiplikation im Frequenz- oder Wellenzahl- oder was auch immer Bereich halt mehrmals hintereinander ausführe. Nicht? Also 1D, 2D, 3D, was auch immer. Dann ein kleines Beispiel für so eine zweidimensionale Filterung. Das kennt ihr auch aus der Seismik. Ja, das ist die FK-Filterung. Das ist vielleicht mal ein bisschen größer. Das heißt, man sieht hier sehr schön mal ein Shotgather, das sogar von mir stammt. Also das ist irgendwie aus so einem Bericht, den ich mal während meines Studiums zur Jahrtausendwende irgendwie produziert habe. Das heißt, es ging einfach darum, einen FK-Filter anzuwenden, um also hier Oberflächenwellen in den Daten zu unterdrücken. Man sieht also hier das Shotgather, also die Laufzeit, also die Zweiweglaufzeit, aufgetragen über dem Offset. Man sieht hier also ein sehr zentraler Schuss. Man sieht also hier die direkte Welle, markiert hier als Nummer 3. Dann hier so einige schwache Reflexionen, was hier also als 2 dargestellt ist. Und dann hier ganz dominant die Oberflächenwellen, die also nicht nur sehr amplitudenstark sind, sondern auch ziemlich dispersiv. Das ist also hier Nummer 1. So, jetzt kann ich dieses Shotgather 2D Fourier transformieren. Das heißt, ich habe erstmal eine Fourier Transformation entlang der Zeitachse. Das liefert mir natürlich den Frequenzbereich. Und anschließend kann ich dann das Ganze hier nochmal im Ortsbereich transformieren. Das liefert mir dann Wellenzahlen. Das heißt, dann muss ich hier also dann so zeilenweise Fourier transformieren. Das Ergebnis ist dann ein sogenanntes FK-Spektrum, das heißt, ich habe hier die Frequenz aufgetragen über der Wellenzahl. Und da sehe ich jetzt also irgendwelche komischen diffusen Einsätze hier im FK-Spektrum. Die kann ich aber sehr schön den verschiedenen Wellen zuordnen. Und zwar kann ich einfach mal die Steigung hier picken. Nicht? Im Zeitbereich entspricht das ja irgendwelchen Geschwindigkeiten. Das heißt, eine Offset-Differenz durch eine Zeitdifferenz, das entspricht dann hier einer Geschwindigkeit, zum Beispiel hier von meiner direkten Welle. Und das kann ich dann einfach umrechnen. Also wo müssten dann dieser Einsatz Nummer 3 eigentlich hier im FK-Spektrum auftreten? Weil die Geschwindigkeit im FK-Spektrum ist ja einfach die Frequenz geteilt durch die Wellenzahl. Also die Frequenz ist 1 durch Sekunde geteilt durch die Wellenzahl. Das ergibt also 1 durch Sekunde durch 1 durch Meter. Das ergibt Meter pro Sekunde. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Steigung von diesen verschiedenen Einsätzen mal ausrechne, dann kann ich zum Beispiel zeigen, dass dieser Einsatz hier genau dem Einsatz hier im Zeitbereich entspricht, also der direkten Welle. Genauso kann man zeigen, dass hier Nummer 2 den Reflexionen entspricht und diese Einsätze hier mit einer ganz geringen Steigung, das ist also die Oberflächenwelle. Was man jetzt machen kann, ist, man kann einen zweidimensionalen Filter definieren im FK-Bereich. Sieht man also hier, das sind dann hier solche Fächerfilter. Prinzip ist ganz simpel, ich definiere mir einfach einen Bereich von dem, was ich durchlassen will und alles andere wird weggeschnitten. Natürlich nicht so simpel, sondern ich brauche auch da wieder irgendwelche glatten Übergänge zwischen meinem Sperr- und meinem Durchlassbereich. Ansonsten klingelt es wieder, wenn ich das Ganze in den Zeitbereich zurücktransformiere. Das habe ich also hier gemacht. Ich habe also alle Oberflächenwellen einfach mal rausgeschnitten mit dem FK-Filter. Und wenn man das Ganze dann zurück in den Zeitbereich transformiert, also ganz genau den Ortszeitbereich, dann sieht man sehr schön, dass jetzt die Reflexionen sehr viel deutlicher erkennbar sind als in der ungefilterten Shotgather und die Oberflächenwellen jetzt so gut wie verschwunden sind. Ja, das heißt, die sieht man jetzt so gut wie gar nicht mehr. Das heißt, man kann hier im FK-Spektrum sehr schön die verschiedenen Wellentypen voneinander trennen.
und durch einen entsprechenden Filter dann auch zum Beispiel die Oberflächenwellen im Vergleich zu den Reflexionen unterdrücken. Ja, und dann könnte man also hier weitermachen mit dem klassischen reflektionsseismischen Processing und am Ende kommt dann halt irgendwie so ein reflektionsseismisches Image des Untergrundes heraus. Das heißt, das nur mal so eine kleine Anwendung für einen zweidimensionalen Filter, also einen simplen FK-Filter. Gut, und damit sind wir dann auch endlich am Ende dieses Kapitels angekommen. Jetzt gibt es hier unter 7.20 noch so diverse Übungen. Da kann man unterscheiden zwischen Übungen, die man mit Papier und Bleistift lösen soll und Übungen, die man mit dem Computer lösen soll. Und das könnt ihr, wie gesagt, mal ausprobieren. Wir werden das dann in einer Übungsstunde nochmal diskutieren. Bin jetzt versucht, irgendwelche Tipps zu geben zu den Übungsaufgaben, aber erstens scheinen mir die relativ trivial zu sein und zweitens, wenn ich mal anfange, irgendwelche Tipps zu geben, dann plaudere ich für gewöhnlich immer viel zu viel aus. Die Studenten, die mich schon in vorhergehenden Vorlesungen erlebt haben, die wissen das. Deswegen halte ich jetzt mal lieber meine Schnauze und gebe gar keine Tipps. Das heißt, wenn ihr irgendwie an einer Stelle Probleme habt, dann könnt ihr also zum Beispiel mal Marcel fragen oder wer auch immer jetzt in Zukunft dafür dann zuständig ist, die Übungsaufgaben zu betreuen. Also jetzt im Jahr 2021 ist das Marcel Tesch. Könnt ihr ihm also mal ein paar E-Mails schreiben und vielleicht mal so ein paar Hinweise entlocken. Mal sehen, ob der genauso viel ausplaudert, wie ich das für gewöhnlich tue. Gut, also versucht mal wirklich diese verschiedenen Aufgaben zu lösen, also speziell hier diese Computeraufgaben sind, denke ich, mal ganz interessant. Gut, das war dann im Prinzip Kapitel Nummer 7. Man sieht also ein paar schöne Anwendungen der Faltung und ein Spezialfall davon der Filterung, nicht? Also wie kann ich im Prinzip meine Zeitreihen filtern, indem ich einfach meine Filterfunktion falte mit meiner Zeitreihe. Da gab es dann hier so verschiedene Typen von Filtern. Ganz wichtig war, dass man also keine zu steilen Flanken irgendwie zwischen dem Sperr- und dem Durchlassbereich des Filters einbaut, sonst klingelt es halt am Ende im Zeitbereich. Dann noch so ein paar Tipps, wie man die Filter anwendet. Dann noch sehr schön die Unschärferelation zwischen Frequenz und Zeitbereich. Dann noch so ein paar andere Anwendungen der Faltung, also Gurstreflexion, multiple Reflexion in der Wassersäule. Okay, das fand ich jetzt nicht so spannend. Dann die Dekonvolution, also die Entfaltung. Also wie kann ich durch Spektrendivision dann zum Beispiel die Reflexionsantwort des Untergrundes bestimmen, den Eingang eines Seismometers, also das Eingangssignal. Und wie kann ich Receiver-Funktionen anwenden? Dann ein nettes Beispiel, die Wiener Optimalfilterung. Also wie kann ich ein vorgegebenes Signal umwandeln in ein gewünschtes Signal? Das funktioniert dann hier halt über dieses lineare Gleichungssystem. Und zum Schluss hatten wir uns dann nochmal so zweidimensionale Filter angesehen. Einmal diesen Glättungsfilter. Könnt ihr übrigens mal selber ausprobieren. Ihr könnt zum Beispiel in MATLAB mal irgendwie so eine Abbildung importieren und dann mal so einen Glättungsfilter programmieren und einfach drauf anwenden. Und dann halt hier die FK-Filterung, um also zum Beispiel Oberflächenwellen zu unterdrücken. So, das war schon Kapitel Nummer 7, Faltung und Filterung. Wir sehen uns dann in den nächsten Vorlesungen, wo es um Korrelationen gehen wird. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!